Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Gewerkschaften und Die Linke wollen per Gesetz den Mindestlohn, und zwar mit einem festen Betrag, einführen. Die Gewerkschaften wollen 8,50 Euro. Meine Gewerkschaft Verdi sagt dann mittlerweile noch dazu, dass dann in schnellen Schritten die 10 Euro kommen sollen. Und 10 Euro ist genau der Betrag, den auch Die Linke will, als gesetzlichen Mindestlohn politisch festgesetzt und dies möglichst unverzüglich in diesem Lande. Jetzt erleben wir plötzlich seit ein, zwei Wochen, dass die CDU und seit diesem Antrag, der hier zur Debatte steht, auch die Grünen, dass diese beiden Parteien in trauter Eintracht diese Startmarke nicht mehr selbstständig politisch hier im Parlament setzen wollen, sondern dass eine Kommission diese durchführen soll. Diese Kommission ist von den Gewerkschaften und uns immer nur gedacht, dass nach einem politisch gesetzten Startmindestlohn dann diese Kommission, die über die weiteren Steigerungen Vorschläge macht. Und diese Kommission wird jetzt hier in diesem Konzept missbraucht, um den Startmindestlohn festzusetzen. Und es sollen dann im Rahmen dieser Kommission im Grunde genommen die Tarifvertragsparteien dies miteinander in unterschiedlicher Weise aushandeln. Ich sage Ihnen ganz deutlich, so etwas kann sich nur jemand ausdenken, der von der Tarifwirklichkeit keine Ahnung hat oder der die Öffentlichkeit über seine Vorhaben bewusst täuschen will. Mit der Agenda 2010, die SPD und Grüne 2003, unter dem Applaus hier von der rechten Seite beschlossen haben, ist der Tarifautonomie ein schwerer Schlag versetzt worden. Zum Teil ist sie sogar zerstört worden. Wenn immer mehr Menschen befristet arbeiten und um die Verlängerung zittern, wenn immer mehr nur noch in Leiharbeit einen Leiharbeitsjob haben, wenn vor allem immer mehr Frauen in Minijobs nur noch in zerstückelter Arbeitswelt die Arbeitswelt in einer zerstückelten Weise erleben, dann ist das eine Situation heraus, aus der es sehr schwer wird, für diese Menschen sich zu wehren und sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und dann ist deutlich, dass mit diesem ganzen Prozess der Agenda 2010 die gewerkschaftliche Handlungsmacht für die Durchsetzung gerechter Arbeitsbedingungen, gerechter Löhne aufs Schwerste von diesen vier Parteien, von der ganz großen Koalition hier im letzten Jahrzehnt, massiv beschädigt und zerstört worden ist. Das ist erstmal der Sachverhalt. Und hinzu kommt die allgegenwärtige Angst vor dem Absturz in Hartz IV, die wie eine disziplinierende Peitsche über den Köpfen vieler kreist und die dann zusätzlich die gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten erschwert hat. Und vor diesem Hintergrund ist es schon wirklich eine Infamie zu sagen, jetzt sollen doch die Tarifvertragsparteien den Startmindestlohn festzusetzen, den schwarzen Peter den Tarifvertragsparteien zuzuschieben. Das kommt ungefähr so dem Bilde gleich, als wenn man jemandem die Beine bricht und dann sagt, jetzt lauf aber mal 100 Meter in 10 Sekunden. Das ist natürlich vollkommen abenteuerlich. Und das zeigt nur Ihre Geisteshaltung, dass Sie im Grunde genommen einen Mindestlohn und gar eine Lohnuntergrenze überhaupt nicht wollen. Sie kennen die Wirklichkeit noch nicht. Das ist das Problem halt. Wenn CDU und Grüne jetzt Krokodilstränen über Hunger und Niedriglöhne vergießen und jetzt mit dieser Kommission ankommen, dann ist das im Grunde genommen nur ein fauler Trick, um den Eindruck zu erwecken, man wolle eine Lohnuntergrenze, man wolle Mindestlohn durchzusetzen. Aber in Wirklichkeit ist das eine riesengroße Nebelkerze, die hier geworfen wird. Eine Nebelkerze, die aber am Ende dazu führt, dass in Anbetracht der Not der Menschen, und die ist ja weidlich heute hier in diesem Hause dargestellt worden, dann ist es wirklich eine Schweinerei, wie in Anbetracht der Not der Menschen mit einer derartigen Nebelkerze operiert wird und die Menschen, die leiden unter den Verhältnissen, die unter Hungerlöhnen leiden, dass sie auch noch verhöhnt werden. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident,
verehrte Kolleginnen und Kollegen. Mindestlohn die zweite sozusagen heute. Und ich habe mir eigentlich gedacht, welchen Erkenntnisgewinn werden wir heute Nachmittag haben. Es ist so ein bisschen wie eine nachmittägliche Schulstunde zur Wiederholung. Schlecht, sie nehme ich aus, denn das war jetzt einfach unterirdisch, was da gerade gekommen ist. Und da muss ich sogar der Kollegin Podmer zur Seite springen. Also ich habe Ihren Antrag gelesen, da kann man sicher über vieles diskutieren, aber dass wir jetzt gemeinsam in einen Topf geworfen werden, das finde ich also schon wirklich bemerkenswert. Das schafft wirklich nur die Linke. Das schafft nur die Linke. Ja, die Grünen haben sich etwas wegbewegt von ihrem ursprünglich festgesetzten staatlichen Mindestlohn und auch in das System einer Lohnuntergrenze. Ich nehme mal an, dass Sie eine analoge Anleihe bei § 5 Tarifvertragsgesetz gemacht haben, um irgendwo hier den Boden zu finden. Aber ich möchte das Wort. Lange, Sie haben sich ja so unverständlich gezeigt, weshalb ich die Grünen plötzlich an Ihrer Seite sehe. Aber meine Frage ist, haben Sie den Antrag der Grünen nicht gelesen? Dort heißt es, die Mindestlohnhöhe wird durch eine unabhängige Kommission festgelegt. Da sage ich mal, das ist im Prinzip O-Ton, mindestens Sozialausschüsse. Die Kommission setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und der Wissenschaft zusammen. Da erkenne ich höchstens noch die Differenz, dass hier die Wissenschaft dabei ist, die bei der CDU nicht dabei ist. Aber das ist, glaube ich, eine zu vernachlässigende Randgröße. Und der dritte Punkt ist, dass dann hier ausgeführt wird, der von der Kommission beschlossene Satz soll dann von der Bundesregierung in einer Rechtsverordnung wirksam werden. Das ist auch Originalton Sozialausschüsse. Und hier auch in dem Antrag der Grünen steht, genauso wie bei Ihnen, wird sich generell verweigert, irgendeine Zahl zu nennen und es wird sich auch verweigert, irgendeinen Mindestlohnbetrag als Startmarke zu setzen. Und von daher verstehe ich nicht, weshalb Sie da so unverständlich sind, dass die Grünen da an Ihrer Seite getreten sind. Herr Kollege Schlecht, die Frage hätten Sie vielleicht zutreffender der Kollegin Podmer stellen müssen. Was wir immer gesagt haben, und dazu steht diese Koalition auch weiterhin, dass es keine staatlich festgesetzten Mindestlöhne auch mit einer Summe geben wird. Und die Ziffer 4, die Sie hier jetzt gerade zitiert haben aus dem Antrag der Bündnis 90 Grünen, ist im Endeffekt nichts anderes als das, was ich angesprochen habe. Insgesamt die Formulierung lehnt sich an, in Analogie an den Rechtsgedanken des 5 Tarifvertragsgesetzes, nämlich an die Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Insofern, Herr Kollege Schlecht, ist das nichts anderes als das, was wir zum größten Teil schon heute im Gesetz haben. Danke schön. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Ottmar.